Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder. Mike spielt irgendwas und heute sind wir mal bei was Neuem, nämlich No Rest for the Wicked. Keine Gnade den Bösen, oder man könnte es auch übersetzen, rastet, rostet. Wenn man in diesem Spiel zu viel rastet, ist man glaube ich relativ schnell hin. Wir sind hier in einem Action-RPG mit Souls-Elementen, so kann man das wohl am besten schreiben. So eine Mischung aus Diablo, Path of Exile und den Souls-Spielen. Ich wollte da auch mal reinschauen, ist eigentlich nicht so ein Genre, was ich so gerne mag oder gerne spiele. Bis auf Path of Exile, also ich habe eine Weile gespielt, bis wie die Seasons dann so ein bisschen so abstrus geworden sind. Und Path of Exile 2 wird ja wohl ziemlich anders werden, habe ich gehört. Aber in der Art von dem Spielen, okay, auch Diablo habe ich früher gern gespielt, Diablo 1 und 2 noch. Bei 3 wurde es mir schon ein bisschen komisch. Aber ist nichts, was ich dauernd gerne spiele und Souls spiele eigentlich überhaupt nicht. Das mag ich eigentlich gar nicht, diese Art Genre. Aber manchmal muss man vielleicht auch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen und mal was Neues ausprobieren. Und dann gucken, ob das so, ob man nicht doch damit mal zurechtkommt, ob es sich doch Spaß macht. Vielleicht ist No Rest for the Wicked eins von diesen Spielen, das vielleicht doch Spaß macht. Ich würde es jetzt mal ausprobieren. Kann auch sein, dass es nichts gibt. Dann mache ich da kein riesiges Let's Play draus, weil das bringt ja dann auch nichts. Aber ihr könnt auf jeden Fall mal reinschauen, wie das Spiel so ist. Das hat schon einiges an hohen Erwartungen und so viel Hype gehabt. Auf der anderen Seite gab es jetzt aber auch schon eine ziemliche Ernüchterung. Auf Steam sind die Bewertungen nicht so geil, vor allem wegen der Performance und der Balancing-Probleme, die es so gibt. Also, dass es auf vielen Rechnern nicht wirklich läuft oder abstürzt oder sehr langsam ist. Oder ein anderes Problem ist eben das Balancing, dass man halt bei Kämpfen, nach Kämpfen halt noch 2-3 Mal sterben und so fast nicht mehr weitermachen kann, weil die Ausrüstung nutzt sich in diesem Spiel ab. Also man muss ständig reparieren und hier gibt es auch keine Möglichkeit, mit Heiltränken zu arbeiten. In diesem Spiel gibt es keine. Da muss, wenn man Heilung will, sich was kochen und essen. Ist also ein ganz anderer Prozess. Man kann sich also nur mit Crafting sich heilen und dann muss man natürlich auch die Zutaten dafür haben. Und wenn man die in dem Gebiet dann nicht ausreichend findet oder wenn man 3, 4, 5, 6 Mal draufgegangen ist, das Gebiet vielleicht dann ja nicht mehr rechtzeitig alles neu spawnt, dann stehst du ohne Heiltrank da und dann kannst du den nächsten Bosskampf eigentlich vergessen, vor allem wenn deine Ausrüstung dann auch noch kaputt ist. Und die konntest du dann auch nicht mehr reparieren, weil du nicht mehr genug Geld und nicht mehr genug Material hast. Dann war es das. Und das ist natürlich sehr frustrierend. Da hat man jetzt auch schon 2 Hotfixes rausgebracht. Also nur zu erwähnen, wer mit dem Spiel noch so ein bisschen liebäugelt. Es gab jetzt schon 2 Hotfixes, man hat auch an Balancing schon ein bisschen was gearbeitet. Da hat die Stabilität der Ausrüstung verbessert und auch die Droprate von einigen Crafting-Utensilien und Nahrungsmitteln hat man auch schon mal verbessert. Also das Problem kennt man, glaube ich, eben auch bei den Entwicklern. Die Entwickler sind übrigens das Studio von den Ori-Spielen, also die kennt. Kann eigentlich hier eine gute Qualität erwarten. Die Ori-Spiele waren ja auch sehr geil. Aber das war Metroidvanias, also eine ganz andere Art von Spiel. Hier haben wir zum ersten Mal ein Action-Rollenspiel aus der ISO-Perspektive. Also ganz was anderes. Und da ist die Frage, wie gut haben die das hingekriegt? So, und hier haben wir schon mal so eine Sache mit dem Charakter. Ich habe mir schon mal einen gebastelt. Das ist einer der hässlichsten, den ich seit langem gesehen habe. Muss man sagen. Die Figuren sehen auch, ja, ein bisschen was, ich sag's mal so, für Arschfetischisten hier. Und Leute, die gerne Männer mit Affenarmen mögen. Ja. Also es ist schon sehr creepy, aber das ganze Spiel ist ja vom Artstyle auch ein bisschen creepy. Ist auch irgendwie bei Action-RPGs, Action-Rollenspielen ein bisschen Usus. Ich weiß aber auch nicht, warum eigentlich dieses Horror-Mittelalter-Szenario, was es da immer so gibt. Bin ich auch nicht mehr so der Fan von. Hat man irgendwann auch mal schon mal alles gesehen. Aber das ist eigentlich alles, was man machen kann. Ne? Dann kann man nachher noch ein bisschen Frisur und Gesicht ändern und das war es im Grunde. Bei den Damen ist es genauso. Ja. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, im Grunde ist es bei dieser Art Spiel auch komplett wurscht, wie dein Charakter aussieht. Ich habe jetzt mal einfach sie so genommen. Eine Kurzlauffrisur ist besser, wenn man Helm trägt. Weil letztendlich siehst du deine Figur eh kaum richtig. Du siehst sie meist nur in der Rüstung oder dann von oben. Wir haben hier ein Spiel mit ISO-Perspektive. Oder du hast halt Spiele, da hast du eine Ich-Perspektive, dann siehst du deinen Charakter auch nie. Also im Grunde ist diese ganze Mühe, die sich viele dann immer mit diesem Charakter den Toren geben, eigentlich komplett für. Ja, für ein Popo. Also weiß ich auch nicht, warum da immer so viel Wert drauf gelegt wird. Also für mich ist es relativ wumpe, wie der Charakter aussieht. Du siehst nachher sowieso nicht wirklich. Also gehen wir aber mal ins Spiel und schauen uns das Ganze mal an, weil der Artstyle, den fand ich schon geil, wie die das hier gemacht haben. Das hat mich auch so ein bisschen angefixt. Ob diese Art von Spiel was für mich ist, das, wie gesagt, ist eine andere Frage. Aber wir gucken mal rein. So, wir müssen uns ein eigenes Reich erstellen, also wo wir das Ganze hier spielen. Natürlich ein bisschen komisch, wenn man das jetzt mit dem Controller spielen will, dass man dann hier mit der Tastatur dann doch noch was eingeben muss. Wie soll man das jetzt nennen? Weiß was ich.
ganz kreativ. So. Ja, mein Gott, es ist hier auch nur. Ich spiele auch noch mal rein. So. Zack. Willkommen! Ja, wir haben alles noch nicht fertig. So, wie gesagt, das ist ein Old Access Spiel. Also, hier ist noch nicht alles fertig, ist noch nicht alles drin. Wie gesagt, Balancing ist teilweise noch ein bisschen krude. Muss man einfach so sagen. Viele Dinge fehlen noch. Wir können auch momentan nur den ersten Akt spielen. Die Bosse und so weiter, das soll alles drin sein. Aber einiges fehlt eben noch. Und momentan, ja, auch, gibt auch keinen Multiplayer. Das fehlt auch noch. Man kann momentan auch nur als Singleplayer spielen. Das muss einem klar sein. Und auch die Performance, wie gesagt, die ist auch noch nicht das Beste oder soll das Beste sein. Werden wir sehen. Ich habe jetzt eigentlich einen ganz guten Rechner. When I was a child, aber schauen wir mal. Jetzt gehen wir erstmal den Prolog. God told me stories. So ein bisschen was über die Welt wird hier erzählt. Ich finde, das sieht schon mal echt gut aus. Said the pestilence turned men's faces inside out. Yummy, yummy. Made them grow limbs where none should be. But the world was nearly lost in its wake. And she prayed that the Sarum would never need to return. Da möchte man doch Urlaub machen. Ja. We should turn back while we still can. It's an island, not a fairy tale. This is a fool's errand. There's no sum worth bringing the likes of them to shore. So, da sind wir. Deshalb, wie gesagt, ist eigentlich egal, wie unser Charakter aussieht. Mehr sehen wir eh nicht. So, da sind wir jetzt. Sie sind eine Serienkriegerin oder Krieger, ist ja egal, was man sich da gestaltet. Die haben so halt, ja, so eine Art auserwählte Krieger. Das haben wir ja auch in jedem Spiel im Grunde ein bisschen auserwählte, weil, ne, kennt man ja. Und sind dann halt in der Lage, gegen diese Pestilenz zu kämpfen. So, jetzt haben wir hier erstmal so ein Tutorial, wo wir mal, ja, lernen können, wie wir uns bewegen. Jetzt einen hüpfenden Gang, okay. Aber die Lichtstimmung, das sieht schon mal echt cool aus, muss ich sagen. Never thought I'd see a Saturn body for myself. Look, Y. Okay, das funktioniert. I heard you were all 7 feet tall and big as oaks. Don't look so tough to me. Ich höre, ihr seid alle 2 Meter groß und stämmig wie Eichen. Ihr seht mir gar nicht so zäh aus. Ich bin auch nicht 2 Meter groß, ein Vogel. Naja, gut. Das funktioniert also mit dem Sprechen. Finde ich schon mal geil. Weil ich hatte hier schon mal kurz reingespielt, um zu gucken, ob das mit den Einstellungen so klappt. Ob die Lautstärke nicht so hoch ist. Ich glaube, die Geräusche sind immer noch ein bisschen zu laut. Weil das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man noch Kopfhörer spielt und nachher das ganze Spiel dann nochmal für YouTube aufbereitet, dann ist das mit der Lautstärke oft ein bisschen ein Unterschied. Und wenn man es auf YouTube sieht, ist dann auch nochmal schwierig, weil die das ja auch nochmal komprimieren und dann kann es nochmal sein, dass es entweder viel zu leise oder viel zu laut wird. Und hier in dem Spiel hatte ich das dummerweise dann versucht, mit Tastatur zu spielen erstmal. Also hier war ich dann schon mal und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also vergesst das mit Tastatur zu spielen. Das funktioniert überhaupt nicht. Weil ihr zeigt euch dann zum Beispiel nicht an, spreche, drücke Y, um zu sprechen, sondern ihr zeigt an, drücke Komma, um zu sprechen. Das funktioniert überhaupt nicht. Die Tasten haben nicht funktioniert. Ich habe alles ausprobiert. Irgendwann habe ich zufällig auf R gedrückt und dann konnte ich mit den Leuten reden. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Auch andere Tastaturbelegungen funktioniert nicht. Und das Schöne ist, in dem Spiel kannst du Tastatur auch momentan auch nicht selber konfigurieren. Die taucht auch gar nicht in den Einstellungen auf. Und auch den Controller kannst du nicht einstellen, der ist auf das Xbox-Design festgelegt und ist nicht änderbar. So. Weil sie also da irgendwas anderes bevorzugt, habt ihr da leider Pech gehabt. Das ist halt, wie gesagt, Early Access und da hat man sich anscheinend von Seiten Entwickler am wenigsten Gedanken drum gemacht, wie jetzt die Steuerung so wirklich individualisierbar ist. Beziehungsweise Barrierefreiheit gibt es auch keine. Das finde ich auch leider ein bisschen sehr schade. I don't know whether you follow the sickness or it follows you. Ja, sehr beliebt sind wir hier anscheinend nicht. Aber guck mal, wie gesagt, wir sind im Early Access.
Man hat sich, glaube ich, am meisten Mühe gemacht, das Spiel spielbar zu kriegen, aber so Feinheiten muss man echt noch einbauen. Ihr scheint nicht so wirklich beliebt zu sein. Habt ihr denn alle? Ja, das hat man von vielen Orten sagen können. Okay. Was haben wir hier? Wir können ja auch Emojis sammeln dann da, okay. Kreatorenverbeugung. Eieiei, okay. Ja, das ist natürlich wichtig, dass man sowas einbaut, klar. Na, Servus. Gucken, was haben wir hier? Okay, sehr kraftvoll sieht das aus. Okay. Ja, das ist auch typisch für so Souls-Spiele, dass jeder Schlag, jeder Angriff immer extrem wuchtig und kraftvoll ist. Fühlt sich aber gut an, muss man sagen. Okay, wir können auch so richtig auf einen Gegner zurennen, wie das denn so aussieht. Okay, die springen auch hier selbstständig über Hindernisse. Oh, das sieht geil aus, ja. Okay, nicht schlecht. So Leute zu sagen, du Fuzzi. Kümmert euch nicht um die anderen, das ist einfach ihre Art. Ihr sprecht mit dem Kapitän und ich sehe euch für euch nach dem Quartier. Dann macht das mal Schiff, Junge, bevor ich die restlichen Zähne auch noch ausschlage. Weil wir müssen einfach nicht so fies sein. Wir sind ja hier nicht so beliebt. Okay, klettern ging. Das ging in der Tastatursteuerung auch nicht so wirklich. Aber gut. Vergessen wir das mal. Okay. Das Schleichen geht, wenn ich gedrückt halte. Aha. Müsst ihr auch rennen gehen. So, hier ist der Captain oder was? You put the men on edge, sir. We've trafficked in people before, but well, I won't be sorry to be out of these waters. Ihr macht die Männer nervös, Sir. Wir haben schon Menschen geschmuggelt, aber nun, ich hätte nichts dagegen, diese Gewässer zu verlassen, euch von meinem Schiff zu wissen. I was paid to deliver you to Sakra in one piece. Ich wurde bezahlt, um euch in einem Stück nach Sakra zu bringen, und das werde ich. Get to your quarters and stay out of our way till landfall. Bin ich nur gespannt. Begebt euch in euer Quartier und geht uns aus dem Weg, bis wir das Festland erreichen. Mord wird euch unter Deck lassen. Ja, dankeschön. Na ja, gut, dann gucken wir mal. Können wir hier runter? Okay, also. Okay, YXB. Hier können wir auch irgendwas auswählen. Gut, gehen wir mal runter. Ah, das hat auch relativ schnell geladen. Das ist nicht schlecht. Okay, was haben wir hier? Rums! Beute! Irgendwelche Klimpermünzen, jedenfalls eine. Ja, das war alles in dem Raum. Kann ich das schon. Kann man hier was zertrümmern? Okay. Das, oh, das fühlt sich aber sehr wuchtig an. Also Controller-Vibrationen sind auch nicht schlecht. Habe ich normalerweise eigentlich ausgeschaltet. Das war ein bisschen nervt. Okay, das geht. Also von den Grafikeinstellungen habe ich hier einfach nur mal ausgeglichen ausgewählt. Und ich wollte, dass es möglichst flüssig läuft erstmal. Und ich habe das einzige, was ich ausgeschaltet habe, dieses Motion Blur. Also Bewegungsunschärfe. So hat kriege ich Schmerzen von. So, gewisse Objekte sind zerstörbar, das habe ich schon gemerkt. Hauskampf. Also das kann man dann. Wie viele Kampfarten kann man denn hier auswählen? Interessant. Hier ist so ein. Okay. Das ist eine Ratte. Okay, wir haben Fleisch bekommen. Yummy. Rattenfleisch, das freut mich. Da haben wir schon recht Hunger. Wahrscheinlich sogar das Beste, was man hier kriegen kann. Wir machen erstmal hier den Laderaum kaputt, genau. Das macht uns bestimmt sympathisch bei den Leuten hier. Jump. Klopp.
nochmal was. Wow. 4 Kupfermünzen habe ich schon. Ich bin reich. Ups. Wow. Vor allem bin ich so sauer hier. Oh, da hat sich schon mal direkt geruckelt. Warum auch immer. Dabei war eigentlich nichts. Hm. Kann ich eigentlich schneller laufen? Ein bisschen lahmarschig. Hm. Okay, da haben wir so einen Power-Angriff, wenn man länger gedrückt hält. Unsere dämlichen Emojis. Naja. Ich war mir auch tot, ja. Aber schneller laufen geht anscheinend nicht. Okay. Eieiei. Ah ja, gut. So, gehen wir mal hier rein. Soll ich jetzt schleichen? Weil, hä? Das Schleichen funktioniert gar nicht, wenn ich Y drücke. Warum geht das nicht weg rechts? Hm. Ich greife hier an. Rums. Okay, da haben wir noch eine Münze gefunden. So. Das Programm will gleich X drücken. Das mache ich die ganze Zeit. Hallo? Hä? Drückt Y zu schleichen. Aber wenn ich Y drücke, passiert nichts. Wenn ich den linken Stick gedrückt halte, dann schleiche ich. Also die Controllerbewegung ist aber auch hier so eine Sache. Wo das eigentlich ein... Ja, für Xbox gemacht ist das Layout von meinem... so ein Turtle Beach Controller. Hä? Komisch. Okay, vielleicht kommen wir dann gar nicht durch. Kann natürlich auch sein. Warum sollen wir denn schleichen? I got it all planned out. A year of this. Ein Jahr hiervon, 2 Jahre das Deck schrubben, 4 weitere in der Takelage, dann 5 am Ruder und dann Kapitän. Einfach so. Genau so läuft das bei der Marine. Jawohl, sehr guter Plan. Mhm. Hey, helf mir mal beim Kochen. Okay. Bring mir die Pilze aus dem Regal und die Kräuter vom Tisch. Ich muss weiter umrühren, sonst brennt es an. Na, der Smoothie, okay. Was soll ich jetzt machen? Okay. Pilze. Warum muss ich in jedem Spiel immer Pilze einsammeln und angeln? Hol mir einfach das Essen. Ah, hier sind noch Beifußkraut. Rein damit, mitsamt etwas Meerwasser und eine Menge Sägespäne. Hey, ist ja wie bei McDonalds, okay? Klar, kann man im Notfall einen Pilz essen, aber es geht nicht zu meiner warmen Mahlzeit. Hier, nehmt euch was. Jo, eine Pilzsuppe. Das ist ja schon mal was. Du kannst den gewählten Nahrungsgegenstand wechseln, Auswahl öffnen. Dann könnte man das... Ja, ich habe nur den einen. Wähle ich den dann aus. Keine Ahnung. Funktioniert nicht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich volle Gesundheit habe. Kann man jetzt hier weiter? Hier ist auch nochmal eine Tür. Okay. Ah, da kann man an Wänden entlang schleichen. Okay. Lustigerweise funktioniert nicht mit den Tasten, die mir das Programm mal anzeigt. Also, hier kann man pennen. Ist auch komisch, warum ich für einen Angriff A drücken muss. Normalerweise hätte ich da die Schultertaste drauf. Naja. Muss man sich dran gewöhnen. Geh nach unten in deine Kabine und ruhe dich den Rest der Nacht aus. Okay. Das ist schon wuchtig hier. So, dann haben wir ihn hier. Wer bist du, Vogel? Ja, gut, okay. Dann machen wir das doch. Batch. So, komm mal nicht komisch. Ich bin hier der Held von diesem Spiel. So, aber dieses Latscherei ist schon ein bisschen... Ich
glaube, wir können dann irgendwann noch schneller laufen. Machen wir erstmal die Leiter kaputt hier. Hui! Oh, da haben wir nochmal was. So, wir klauen mal unseren Transporteur hier ein bisschen. Hier ist nichts zum kaputt machen. Okay. Hat auch einen Cooldown. Der Angriff. Ja, warum soll ich da Y drücken? Na gut, um es zu lernen, vielleicht. You're just another job, far as I'm concerned. Ah, danke. Ja. Du bist auch nur ein weiterer NPC. Okay. Haben wir irgendwas? Ah, nochmal 8 Bronzemünzen. Wow, ich hoffe, ich kann mir irgendwann ein Mittagessen davon kaufen. So, aber optisch finde ich es gar nicht schlecht, muss man sagen. Das sieht schon echt cool aus. Auch wenn die Perspektive natürlich erstmal ein bisschen ungewohnt so ist für so eine Art Spiel. Ich habe euch euer Bett selbst gemacht. Keine Sorge, wenn ihr nicht schlafen könnt. In den ersten Wochen an Bord habe ich kein Auge zugetan. Ja, an deiner Stelle auch nicht. Okay. Und jetzt sieht man vielleicht auch, warum die Affenarme vielleicht gar nicht so unpraktisch sind. Weil man, wenn man die Figur sieht, sieht man sie, die Arme so einfach am besten, wenn die ein bisschen überlang sind. Das ist natürlich trotzdem so ein bisschen sehr ungewohnt. Na gut, hier können wir jetzt also pennen gehen. Da machen wir mal Heier. Oh, Helden müssen schlafen. So, angenehme Träume von Ori. Aber wahrscheinlich nicht. Oh! Shit! Wie viel man zur sicheren Überfahrt? Uiuiui! Hallo! Ich penne hier! Was soll das denn? Unverschämtheit! Oh! Was ist denn hier los? Anscheinend sind wir überfallen worden. Wir können hier nicht rennen. Naja. Was haben wir hier? Blutverrostetes Schwert. Kann ich das dann ausrüsten? Ah, hier haben wir Inventar. Okay, jetzt sehen wir uns mal endlich. Wir haben hier eine Art Rüstung, eine Kirin-Kapuze. Umhang, Handschuhe und Beinlinge. Okay, das ist alles. Da haben wir auch Rüstungswerte. Das sind alles wahrscheinlich Lebenspunkte, was das gibt. So, kann ich das jetzt ausrüsten? Anlegen. Okay, jetzt haben wir ein Schwert. Was haben wir noch? Bekannte Schriftrollen. Mhm, Karte. Aber nicht. Quests, Kopfgelder und so weiter. Haben wir auch nicht. Unsere Werte. Ah, jetzt sind wir unsere Stats. Alles ist auf 10 hier. Okay. 50 Trefferpunkte, Ausdauer, bla bla bla. Gut, das kann sich dann im Laufe der Zeit natürlich alles ändern. Gut, dann geht das jetzt mit dem Schwert hier. Ich X drücken, okay. Ein Apfel! Was liegt der denn hier so rum? Naja. Das Schiff brennt übrigens, Leute! Nur, ich sag's nur mal, falls ihr es noch nicht wisst. Geladen, Angriff. Okay. Was haben wir hier? Ein Holzschild! Okay. Den auch ausrüsten, dann können wir mit Schwert und Schild kämpfen. Da müssen wir eigentlich auch parieren können, denke ich, oder? Bin so voll. Kann ich parieren? Keine Ahnung. Also das gibt mir auch einen Keks, diese Belegung hier von den Tasten. X. Okay, das sieht geil aus. Der aufgeladene Angriff hier.
Jetzt würde ich aber gern selber belegen können hier. YB geht noch nicht. Na, gucken wir mal, was hier so los ist. Oh, ein Äpfelchen, Yummy. Wir sollten ja alles mitnehmen, was wir kriegen können. Wer weiß, ob wir nochmal was bekommen. Man wird nicht umsonst hier im Tutorial zu bekommen sein, das Zeug hier. So. Was ist denn hier los, Leute? Ich war gerade am Schlafen. Ach Gott, schon wieder so ein Typ. Komm auf, komm auf. Sind die Leute am Schiff? Was soll das? Wer hat uns hier überfallen? Ich bin ja ganz schmutzig. Sieht das denn aus? Also kann ich blocken. Okay. Ich kann auch einen Blockschlag machen mit dem Schild. Ja, interessant. Okay. Aber wie esse ich das jetzt? Ich kann zwar nach oben gehen, aber... Keiner von den Tasten nimmt das. Hä? Tja, keine Ahnung. Wieso geht das nicht? Ah, jetzt. Hä? Okay, das hat, also die Steuerung geht mir noch schon mal ein bisschen auf die Nerven, aber okay. Gucken wir mal, was wir hier weiter haben. Okay. Gegnerische Schwachstellen. Ring an Gegners Taumeln. Waffen verursachen Alkenpreuß. Was? Gleichgewichtsschaden. Alternativ kannst du mit LT parieren. Okay. Okay. Schlüssel. Ah, okay. Den werden wir wohl brauchen. So, den haben wir jetzt hier. Parieren. Ah, okay. Das war
Oh, es gibt eine Ausdauerperiode. Wahnsinn. Sonst nichts an Loot? Okay. Das war echt sehr wuchtig gemacht hier. Wahnsinn. So. Hinterhalt, ne? Da kannst du deinen Gegner überraschen. Aha. Wir können schleichen. Der sitzt da einfach. Ah, das hat noch ganz funktioniert. Los hier. Ich habe versucht, gegen ihr zu kämpfen, aber das kann ich nicht. Mein Name ist nicht Wort. Er lautet Wortlos. Ach, immer dasselbe. Immer sterben die kurz bevor sie das Richtige zu sagen haben. Das geht dann noch auf die Nerven. Ich bin. Oh, sag meine Nachkommen unbedingt das. Tot. Ja. Immer das Gleiche. Haben wir hier irgendwas noch ein Loot beim Captain hier oder so? Der nichts Wertvolles. Ah doch. Eine popelige Kupfermünze. Naja gut. Werden wir wahrscheinlich brauchen können. So. Okay. Muss ich noch dran gewöhnen. So, mal sehen, was hier so los ist. Hier scheint es auch munter loszugehen. Eieiei. Dann der Steuermann. Was ist denn hier los? Da sind die Typen ja auch. Was ist die denn? Let it burn! Show these mainlanders that Sakron is our island! Ja. Okay. Jetzt war die mal ein bisschen sauer, dass sie hier kommen. Wer ist denn jetzt hier wer eigentlich? Keine Ahnung. Ja, macht mal weiter, Leute. Sieht gut aus. Ich weiß nicht, wer hier wer ist. Ah ja, jetzt weiß ich's.
noch einer. Ausdauer. Oh, okay, nochmal. So, gucken wir mal. Okay, da wollte ich ihn weghauen, aber gut. Eben so. Ging auf dem Schild. Oh, ich dachte, wir wären erledigt. Jetzt. Was ist das hier für ein Gemetzel, ey? Wer ist hier eigentlich hier gegen wen? Keine Ahnung. Mutte mal der mit dem roten Punkt. Oh, kommt der denn jetzt her? Ey, mich steht da nicht ein, ich bin hier gerade beschäftigt. Was seid ihr überhaupt? Überhaupt nichts für lauter Qualm hier. Da kommt ja noch einer. Mann, was ist denn hier los? Okay, normal hat der unser Licht. Das Problem ist halt die Ausdauer. Du weichst aus und blockst und dann hast du keine Ausdauer mehr, um den anzugreifen. Da muss man sich da ein bisschen dran gewöhnen. Das macht das ein bisschen zäh, das Ganze. So. Was ist denn jetzt her? Ausweichen, ausweichen. Oi. Und dann der Doppelaxt hier an. Und der blockt auch mit dem Ding, okay.
Was ist das jetzt? Was ist das für ein Problem? Was jetzt? It's too late for any of us. Oh! Oh fuck. Okay. Also das zahlt mir wahrscheinlich nicht die Reisekostenversicherung als alles. König ist tot, es lebe der König. Jetzt sind wir in der Hauptstadt. So, it's true. Es ist wahr, der König ist tot. Long live the king. He was a great man and a good friend. I will mourn him. We will all mourn him. Your father's soul is at rest now, King Magnus. The people look to you for strength. I offer my condolences and my counsel as I did for your father for the many great years. Pestilence has returned, Lord Bowras. Yes, I have heard the rumors. They're not rumors. Even now, it ravages the island of Sakra just off our own shores, turning their men and women into unspeakable things. The pestilence is a punishment upon those who have lost their faith. Is it now? How convenient. You question the church. You're not the church, Madrigal. You're just the tip of its spear. Enough. Whatever the cause of this sickness, I cannot allow it to spread. My father has been weak for many years. I will begin my reign doing what he could not. Oh yeah. My king, you are grieving. I must recommend against any... It's already done. Tomorrow, Madrigal Selene and her Inquisition will set sail for Sakra. I promise we will cleanse the island of this wickedness. Our new king's faith in the church is well placed. Our king's faith was never in question. Ellsworth is a strong ruler, Your Grace. Sakra will recover. No. Sakra will be reborn. Ay, ay, ay. Okay. This is my responsibility to the kingdom. With God's hand, we will reach into every corner of the island and bring it like a newborn babe, screaming into the light. Das Schreien könnte ich verzichten. Ah, das war eine scheiß Schiffsreise. Okay, jetzt haben wir das also auch ein bisschen kennengelernt, worum es hier so geht. Haben wir schon mal drei Parteien, die so ein bisschen gegeneinander sind. Die Bewohner der Insel Sakra mögen es wohl nicht, wenn sie von der Hauptstadt hier irgendwie... ja, gereinigt werden soll. Dann haben wir noch die Kirche und den Thronerben, die anscheinend alle so ihr eigenes Süppchen hier kochen. Und wir sind jetzt hier so mittendrin und können sehen, wie wir diese Scheiße ausbaden. Ja, so ist das normal in solchen Spielen. Wir haben jetzt, ja, keine Ausrüstung und nix. Was ist das? Ein Fallschwanzkrebs. Den kann man... ja, lecker. Und den kann man wahrscheinlich dann essen. So, wir haben jetzt nur unsere Fäuste erstmal hier. Ein paar Pilze. Ja, zumindest haben wir noch zweimal Pilzsuppe.
Das ist lustig, dass sie sich bewegen, wenn man die drüber läuft. Das wird in den meisten Spielen auch nicht gemacht. So dieser, ja, ein bisschen Hauch von Realismus hier, ne? Okay. Ja, aber was der ganze Überfall auf unser Schiff jetzt eigentlich sollte und was das gebracht hat, gute Frage. Außer ein Haufen Scherereien erstmal nix. Fallschwanzkrebs. So, was können wir mit dem machen hier? Ich greife einen Krebs an, oh mein Gott. Nimm dies, Schalentier. Hey, hallo, lauf doch nicht weg. Ich will den Leuten hier zeigen, wie gut ich mit Krabben umgehen kann. Aua. Da bin ich schon tot. Ja, das war aber jetzt langweilig. Na gut. Haben wir jetzt hier irgendwas? Hat gibt Krebs zu essen. Yummy. Irgendwo stöhnt hier jemand. Lebt da noch jemand? Hey, Serim, hier drüben. Ja, was ist denn los? Bin da schon da. Ach, der. Ich wusste es. Ich hätte euch nicht an Bord holen sollen. Kann ich doch nichts dafür. Ich habe bezahlt. You'll never make it to Sacrament. From here. Von hier aus schafft ihr es niemals nach Sacrament. Ich wollte euch nach Sacramento. Das war das falsche Schiff. An der Küste, wenn man das von widerstand. Jetzt nicht abnippeln, bevor du was Richtiges gesagt hast. Hallo? Oh, die Wellen. The waves. Spült er sie, Vater. Bin ich ein Vater? Mensch, wir sind nicht in Star Wars. Wir sind wieder auf dem Meer. Er sagt mir nicht. Immer nippeln die ab, bevor sie was zu sagen haben. Ach, das ist furchtbar. Hier noch so ein Krabbentier. Okay. Okay, gibt es sogar eine Blutlache. Cool, ja. Sieht interessant aus. Hier kann man schleichen, kann man rennen. Hier sind noch ein paar Pilze. Interessante Perspektive hier. So schräg bis nach hinten hat man was Fernsicht. Hey, Böwe, hau ab! Wenn hier einer plündert, bin ich das. Also optisch sieht das schon cool aus. Ich glaube, jetzt ein bisschen an Path of Exile. Der landet immer auch immer mit nichts außer ja, Stock am Strand. Da muss ich da erstmal gegen Zombies wehren und sowas. Oh, warum hat es jetzt geruckelt? Hat er nach. Lädt er jetzt gerade nach oder was? Das ist ja merkwürdig. Naja. Kupfererz. Ja, das kann ich nicht essen. Das bringt mir nichts. Was haben wir hier? Eine Kupferholzverlagst. Ich weiß nicht. Vielleicht sind nicht. Ist es mit dem Händen, mit dem Kampf so vielleicht sogar besser. Die Angriffe sind gar nicht mal so unwuchtig hier. Was haben wir hier? Ist irgendein Abwasserkanal oder was? Ja. Nix an Loot hier. Ist hier noch von unserem Schiff? Ne. Keine schöne Gegend hier. Schwimmen können wir auch. Gut. Dann müssen wir uns erstmal am Strand verbinden, wie es aussieht. Wo willst du denn? Okay, glaube ich, die Krabben ist jetzt nicht so schwierig. Das wird noch kommen, wenn es mal richtig wieder ein Gegner begegnet hier und es wieder platt macht. Ach, naja, gut. Pilze. Also das nächste Süppchen ist gesichert. Gute Stoff. Okay. Naja. Das ist eher was zum Bäume fällen, ne? Also keine Waffe in dem Sinne. So. Oh, uns fehlt aber noch einiges an Experience Points hier. Das ist gerade überhaupt nichts. Da müssen wir hin. Okay. Kopfgelder.
Ja, gezeichnete Karte, okay. Das kennen wir alles noch nicht. Das ist Sperlingshorn. Ist das gut? Jetzt hatte ja diese eine auch, die uns angegriffen hat. So, das haben wir. Pilz, Kupfererz, Lutestoff. Ah, das kann man für Ausrüstung benutzen, also Crafting-Material. Okay, ja, da sind wir jetzt so relativ hilflos hier an der Küste, wie man das so kennt. Nebel des Krieges, ja, das wissen wir. Ja, so ein bisschen Path of Exile-Feeling. Na gut, gucken wir mal, ob wir uns hier weiter durchboxen können und was hier sonst noch passiert. Falls ihr Lust habt, falls euch das interessiert, der Regeneffekt sieht sogar schön aus hier auf dem Boden. Also, manchmal ruckelt es ein bisschen, keine Ahnung warum. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man sie nicht ein bisschen auf sich abändern kann. Finde ich auch komisch. Also ganz schlüssig ist mir manches hier nicht so wirklich. Also warum ich zum Beispiel nicht mit den Schultertasten rennen kann, wie es in anderen Spielen so ist, sondern ich muss immer A drücken und so. Das ist ein bisschen ungewohnt. Naja, gucken wir mal, wie es hier so weitergeht. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Schreibt mir gerne die Meinung dazu in die Kommentare, ob ihr das Spiel auch schon habt oder ob ihr das noch spielen wollt. Wie gesagt, es ist Early Access, große Warnung. Es ist noch nicht alles ausgereift, es fehlt noch manches. Bei Linksing wurde schon ein bisschen dran gearbeitet. Dann merkt man also, wir wissen, dass hier da Schwachpunkte drin sind. Und die Performance ist auch noch ein bisschen rätselhaft hier. Die gehen hier alle die Leute rum. Naja. Na gut, gucken wir mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bye bye. Chaka.